So, hallo schon meine lieben Freunde und ein ganz herzlich willkommen zu einem etwas ungewöhnlichen Video zur unspäten Stunde, würde ich mal so behaupten. Und ja, was hat sich gerade vor einer Viertelstunde hier abgespielt auf dem Server? Omega Mon, oh my fucking goodness, habt ihr das mitbekommen? Also für die Leute, die natürlich auf Omega Mon spielen, es waren zwei GMs auf dem Server. Ich weiß ja nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es geht ja momentan ein Zunomon-Bug rum, der halt vom Server aus kam. Und zwar, wenn man im Silver Lake bei Zunomon gefarmt hat, hatte man Gardrummer und Ex-Machinery DGX gedroppt und das nicht ohne. Also man hat unheimlich viel bekommen, man hat locker am Tag, hätte man 10.000 Digicore farmen können, wenn nicht sogar noch mehr. Und diese Digicores sind auch tradable. Was, ja, das Ganze halt ein wenig, den Wert von den Digicore halt enorm senken würde. Denn es verkaufen schon welche Digicores in Massen von ca. 500 B bis 1 M. Also die Core-Preise sind in den Keller gegangen. Ja, aber was haben die GMs zu der ganzen Sache gesagt? Das zeige ich euch jetzt, denn ich habe ein paar Screenshots für euch gemacht, die wir jetzt ein wenig analysieren werden. Und zwar, ja, zeige ich euch das Ganze jetzt mal hier. So, wir sind jetzt hier bei mir auf dem Desktop. Ich habe die, ich habe einige Chatverläufe halt gecuttet oder beziehungsweise halt ganze Bilder gemacht. So, es kamen einige Shouts wie von wegen Just don't farm Zunomon or you might get banned. Also das heißt, farmt nicht bei Zunomon oder ihr werdet gebannt oder whatever. Also schon wieder richtig nice. Ein Fehler, der von den Spielern, also beziehungsweise ein Fehler, der von den Machern, von den Publishern gemacht wurde, wird auf die Spieler zurückgesetzt, nur weil wir diesen Bug, ich sag mal, geused haben. Aber warum geused? Wir könnten auch einfach normal die Dailies gemacht haben in Silver Lake. Ist kein Problem gewesen. Und man hätte da aus Zufall ein Egg bekommen, so wie es bei mir der Fall war. Ich wollte nämlich aus Fun, also ich bin nach Serverstart sofort, also jetzt nicht sofort, etwas später online gekommen. Und dann habe ich halt gelesen, dass man sich halt diese Tickets für die Seals und sowas farmen kann. Und dann wollte ich halt gucken, ob ich es dann halt auch da bei Silver Lake farmen kann. Zack, zack, zack. Auf einmal gucke ich so, hä, Mercenary Egg? Hä? Ich guck nochmal in die Event Logs rein und so ein Gedönse. Da steht überhaupt gar nichts drin von Mercenary Eggs und all so ein Gedönse. Ja, und dann dachte ich mir so, hä, what the fuck, okay, ist das ein Bug oder keine Ahnung. Ich habe mit den anderen Leuten, mit Tolga und so ein Gedönse, wir haben schon darüber diskutiert. Ich habe mit meiner Gilde auf Omega Mon schon darüber diskutiert. Also wir waren uns alle sicher, dass es auf jeden Fall ein Bug ist, weil geheime Events oder sowas gab es noch nie bei DMO. Und ja, man hat dann also gefarmt, sag ich mal. So, dann geht es aber natürlich noch weiter mit den Screenshots. Ja, und natürlich macht er es jetzt nicht weiter hier. Super geil. Warum zeigt er mir denn jetzt nicht alle an? So, dann mach ich das mal eben nochmal so. Zack. So. So, dann kam nämlich wieder als nächstes hier, was auch richtig nice war. Hier, you seem to not understand that it's not about Garnomon. You get a bunch of eggs and scan them for Digicore. Ja, natürlich. Wer macht das denn nicht? Wenn man sieht, dass dort ein Egg ist, was free ist, dann farm ich doch, weil man genau weiß, dass man aus Cash-Eggs sowas von an massiv viel Core bekommt. Ist doch klar, dass es jeder benutzt. Die können doch jetzt nicht 90% oder 100% der Community bannen. Ne? Also, das geht doch gar nicht. Was fällt denen ein? Ah, jetzt weiß ich auch wieso. Haha. Ich muss mal eben kurz wieder in den Ordner Screens rein, die ich gemacht habe. Jetzt weiß ich auch, warum der die abgebrochen hat. So. Ja, genau. Um nochmal hier drauf zurückzukommen. Ja, die Screens zeige ich später hier. Keine Sorge. Ja, genau. Hier, ne? Woher sollen wir bitte wissen, dass es von denen ein Bug war? Fertig aus Mickey Mouse. Woher, bitteschön, ne? Wollen sie jetzt alle 80-90% der Leute bannen? Okay, können sie gerne machen. Lass es. Macht es einfach so, ne? Fertig aus. Ich meine, ne, wer hat nicht gefarmt? Ich sag mal so, wer hat nicht gefarmt? Weil Gardrummon hatte ich nämlich noch nicht auf dem Account. Also, ist klar, da hat man so lange gefarmt, bis man eine 5-5er hat oder sowas. Ja, und die restlichen Eggs, ja, die scannen wir natürlich. So, fertig aus. So. Kommen wir jetzt zu den weiteren Screenshots. Ich habe ja noch einige hier gemacht. So, und zwar sind wir jetzt hier weiter. Da wurde dann geschrieben, Moment, ich scroll mal noch ein bisschen weiter ran hier.
Von wegen, you know that saying, you are a GM, ist bla bla bla. Also, wer sich als GM oder sonstigen Scheiß ausgibt, wird permanent gebannt. Aber ich denke mal, das sollte halt die allgemeine Regel sein. Also, das ist jetzt eigentlich nichts Neues, was dazu kam. So, dann kam noch etwas später hier: We going to remove those eggs on MTs. Don't worry for that. Just don't scan those eggs to Digicore. Also, der sagte jetzt hier nicht die Eggs scannen zu Digicore. Aber ich denke mal, das haben eh schon alle getan. Also, was will er da daran machen, ne? Fertig. Was will er da tun? So, hier, just people who scan the eggs to get free Digicores are the ones that could get banned. Also alle Leute, die die Eggs zu Digicore gemacht haben, werden gebannt. Also schlichtweg werden gebannt. Also fast alle. Weil wer hat's nicht getan, ist die Frage. Wer hat es nicht getan? So, dann kam noch weiter hier. If you are worried about getting banned, is because you farm those eggs, gets a lot of core. Ja, das, wie ich gerade schon gesagt habe, es weiß jeder. Die Cash Eggs geben sowas von viele Core. Da ist klar, dass dann jeder sich auf die Suche macht, beziehungsweise auf die Farm, ja, auf den Farming-Spot, sag ich mal, bringt und die Eggs farmt. Es ist sowas von klar. Also, viel Spaß, Game King. Wenn ihr uns alle bannen wollt, dann haut rein. Das Lustige ist, dann kam noch dieser Post hier von wegen, wenn du einen 5-5er bekommen hast, ist es okay. Dann wird dir nichts brüten. Wenn du einen 5-5er gehatcht hast, alles kein Problem, hast du gut gemacht, mit dir passiert nichts. Sehr geil. Also, wieder so eine dumme Aussage. Und dann kam hier noch so eine kleine Ankündigung von wegen, we just had a Mega Rainforest Event. Da kam aber nur diese Aussage. Mehr danach kam leider nicht mehr. Also es wurde nicht mehr darauf eingegangen. Es kam nur diese Info. Also, we just had a Mega Rainforest Event. Also, man kann nur wieder spekulieren, was dort dann noch auf uns zukommen wird. And people who farm to get large amount of cores are going to get punished. Also, Leute, die halt, ne, sehr viele Cores gefahren haben, werden gepuncht. Also, weg, tschüss, haut rein. Ja. Gut, und dann kam noch ein Post von dem GM, dass sie genau wüssten, ob es halt legale oder illegale Cores sind, die man dann halt da gescannt hat und sie uns damit, sag ich mal, am Arsch haben und uns alle weghauen. Ja, das waren die Screenshots, die ich euch jetzt allen gezeigt habe. Die mehr habe ich leider nicht. Finde ich ganz schön lächerlich, die ganze Sache. Also ziemlich lächerlich, muss ich wirklich dazugeben. Warum werden wir Spieler bestraft, wenn die Spieler, ach, wenn die Publisher halt einen Fehler gemacht haben? Ne? Die haben den Bug reingeballert. Keine Ahnung wieso. I don't know. Wahrscheinlich irgendwie ein Fehler oder sowas. Und ich sag mal, mehr als 50%, wenn nicht sogar 60, 70, 80% werden diesen Bug auch ausgenutzt haben, sage ich mal, um Cores zu scannen und. Ja, wir werden jetzt in den nächsten Tagen sehen, ob irgendwie jemand gebannt wurde oder nicht. Ich denke mal, dass das Ganze auf allen Servern geht, beziehungsweise das, was jetzt hier in den Chat vorhin gelaufen ist. Ich würde mal gerne eure Meinung dazu hören. Habt ihr gefarmt? Habt ihr auch Ex gescannt und so ein Gedönse? Denn es wurde auch noch eine Aussage getroffen, wo ich jetzt leider keinen Screenshot mehr von habe, aber es wurde halt gesagt, wenn Leute, die mehr als 300 Core gescannt haben, sind halt am Arsch. Ja, und Leute, die einen 5-5er gescannt haben, also beziehungsweise bekommen haben und es gehatcht haben, ist kein Problem. Also diese Aussagen, die sind schon wieder so komisch, ich weiß es auch nicht. Ich bin gespannt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also wir finden die Aktion auf jeden Fall sehr, sehr lächerlich, weil die haben den Fehler gemacht. Viele haben darauf bestanden, Rollback zu machen, dass sie einfach die Serverzeit wieder auf 2 Tage zurücksetzen, halt wo das Event angefangen hat oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die GMs machen werden, aber ich würde auf jeden Fall gerne mal eure Meinung dazu wissen. Wie seht ihr das? Hattet ihr auf den anderen Servern auch irgendwie welche Probleme oder so? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt es in die Kommentare, diskutiert. Darauf habe ich nämlich Bock, deswegen habe ich das Video gemacht. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein, bleibt sauber und wir sehen uns. Ciao.